Hallo und herzlich willkommen. Ich bin's, euer Pumping-Chef. Wie geht's euch? Ich hoffe, dir und den anderen und allen anderen da draußen geht es super. Ich habe da einen Kumpel. Das ist der Jason. Liebe Grüße an dich, Jason, erstmal. Der hat so ein Gerät, wo man Wasser reinkippt. Das läuft durch so ein Filtersystem. Hat jeder wahrscheinlich schon mal gehört. Und ich habe das jetzt mal mir organisiert. Ja? Das gute Stück heißt Brita. Wahrscheinlich schon mal irgendwo gesehen. Es sind, ja, ganz leicht. Kleiner Karton. Wir packen das jetzt mal hier direkt aus. Oder dazu packen wir mal die Kamera ein bisschen näher. So. Hier ist unser Brita-System. Ein ganz normalen Karton. Ich habe das jetzt in einem ganz normalen Reformhaus gekauft. So, runtergesetzt. Normal kostet das 20 Euro. Das war jetzt für 15 Euro, glaube ich, 15,99 habe ich bezahlt. Ja, hier ist das gute Ding. Ja. Eine Anleitung ist dabei. Brita, hier wird nochmal alles gut erklärt. Deutsch, Englisch, Französisch und anderen Sprachen. Ja. So. Brauchen wir anscheinend nicht so. Ich kenne mich ja damit aus. Wer es nachlesen will, der kann ja auch mal im Internet nachgucken. Die Tüte einfach abziehen. So, dann ist das gute Gerät. Hier hat man oben einen kleinen Monitor. Kann man ganz einfach abziehen. Man kann alles komplett auseinanderbauen hier. Hier ist ein Brita-Willkommensbuch. Aha, mal gucken, was das da nachher ergibt. Also, der kommt ganz normal wieder hier reingesteckt. Und dann kommt der Deckel hier drauf. So, fest ist es. Hier haben wir so einen Filter. Ich mach den mal auf. So. Da ist irgendwas drin, wahrscheinlich. Ja, ich denke mal. Muss ja auch sein, damit da irgendwas gefiltert wird. So. Der Filter wird, glaube ich, so reingesetzt. Aber als allererstes Plastik frisch einmal ausspülen. Den Filter steckt man jetzt hier einfach so rein. Ja. Dass der da locker drin sitzt. Und dann kommt das Gerät wieder hier rein. Hier ist so eine abgeschwellte Kante daran. Sieht man das, wo vorne und hinten ist. Das war's schon. Jetzt befüllen wir den einfach mit Wasser. Jetzt packt man den Deckel da wieder drauf. Jetzt seht ihr hier, läuft da das Wasser dann schon schön durch. So, wo das gerade durchläuft. Das Gerät, Preise, Zahlen, Fakten, schreibe ich alles nachher hier drunter, ja. Ich habe noch so eine andere Packung, so ein Filtersystem hier. Das ist, heißt Profi. Ja. Hier sind 4 Stück drin. Also ich finde, das Gerät an sich ist eine gute Erfindung, weil es nimmt die Kupfer- und Metallbestände aus dem Trinkwasser. Wenn man Probleme mit Chlor hat, filtert es diesen Chloraroma raus. Es gibt hier oben so eine Matrix-Anzeige. Die drückt man, die hat man gedrückt und dann zeigt es einen an, bei wie viel Prozent es ungefähr ist. Also hier, ne, ist jetzt einmal durchgelaufen, dann einmal auskippen, ne, und noch einmal auffüllen, so zweimal sagt man, dass das einmal schön sauber gemacht ist. Jetzt kippen wir das hier nochmal weg. Hier sieht man ja an den Rändern, also hier passt ordentlich Wasser noch rein. Und ja, ist eine tolle Erfindung. Wem das noch zu wenig ist, der kann ja auch einfach die Glasflasche noch kaufen. Wenn das dann hier durchgelaufen ist, Trichter hier rein, Wasser da mal reinkippen. Ab in den Kühlschrank, man hat dann, kann dann 2-3 Flaschen schon mal im Vorrat in den Kühlschrank stellen und dann hat man immer so ein bisschen Wasser. Und dann gibt man das immer wieder neu rein, lässt das durchlaufen. Man wird erinnert, wie viel Wasser man trinkt am Tag, finde ich, ist ein positiver Nebeneffekt. Man sieht diese Kanne jeden Tag auf dem Tisch stehen. Man kann alles reinigen, die Spülmaschinen tauglich. Ja, Daumen nach oben ist ein Top-Produkt, kann ich nur weiterempfehlen. Und spart auf jeden Fall diese endliche Schlepperei. Von den ganzen Wasser-Sixpacks hier, ne? Die braucht man dann halt nicht mehr, ne?
Bis dahin, ich bin euer Pumping-Chef. Erzählt mir eure Erfahrungen mit diesem Gerät und eure persönliche Meinung. Ich werde jetzt erstmal mir ein Glas Wasser genehmigen. Bis bald.